Jora al-Mahmoud ist eine gebrochene Frau. Mehrmals musste sie fliehen. Heute lebt sie in einem Flüchtlingslager in Idlib, jener Provinz im Nordwesten von Syrien, die Damaskus nach wie vor Widerstand leistet und heute vor allem unter dem Einfluss islamistischer Gruppierungen steht. Zwei Söhne hat Jora al-Mahmoud in diesem seit 9 Jahren wütenden Konflikt verloren. Bis vor kurzem wusste sie nicht, was ihnen geschehen ist. Heute weiß sie, sie sind tot, getötet in den Kerken von Assad. Vor ein paar Tagen, wir hatten eben erst von den Fotos der Toten gehört, kamen einige Nachbarn und zeigten mir dieses Bild. Schau, das ist dein Sohn, sagten sie. Ich fiel aus allen Wolken. Ich hatte immer gehofft, die Türe würde eines Tages aufgehen und er würde reinkommen. Dass Jora al-Mahmoud heute Gewissheit hat, liegt daran, dass jüngst die Fotografien eines ehemaligen syrischen Militärfotografen mit dem Codenamen Caesar wieder auftauchten. Auf einem der Bilder Joras Sohn. Der abtrünnige Militärfotograf Caesar hatte vor 7 Jahren mehr als 50.000 Aufnahmen von oft übel zugerichteten Leichen aus den Gefängnissen Assads aus Syrien herausgeschmuggelt. Nachdem wir die Caesar-Fotos neu entdeckten, begannen wir nach unseren Kindern zu suchen, die sie verhaftet hatten. Wir waren schockiert, als wir herausfanden, dass alleine aus unserem Dorf mehr als 15 Menschen unter Folter gestorben sind. Und jeder konnte die Bilder sehen. Obwohl keines der Fotos neu ist, erfahren viele Syrer erst jetzt von ihnen. Eine Gruppe von Aktivisten hat sie im Zuge der jüngsten US-Sanktionen, die nach Caesar, Caesar Act getauft wurden, erneut veröffentlicht. Wir konnten nicht viel tun, nur ein kleines Gebet für die Seelen dieser Märtyrer und einen kleinen Protest, sodass die Welt uns hören möge. Dass die Welt sie hört, hofft auch Jora al-Mahmoud. 8 Jahre lang hatte sie gehofft, ihre beiden Söhne vielleicht doch wiederzusehen. Gott allein weiß, was ich durchgemacht habe. Tag und Nacht saß ich an der Tür und habe gehofft, meine Söhne wiederzusehen, bis sie mir dieses Bild gezeigt haben.